Herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich stehe hier in der Hexit-Welt und zwar ist das hier ein kleines Livestream-Zusammenfassungsvideo. Ich schwenke hier schon mal so ein bisschen so zu spoilern. Es ist einiges passiert. Es gab insgesamt drei Streams an diesem Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. Recht spontane Streams. Oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das ausmache, sonst dauert es ewig, bis wir drinnen sind. An meinem Haus hat sich so hier nichts verändert, wie ihr sehen könnt. Außer, dass ich hier so einen Busch aus dem Nether gepflanzt habe. Ich habe keine Ahnung, was der ist, was der macht. Egal. Achso, ja. Ich trage die Scale-Rüstung. Das ist auch eine Veränderung. Die habe ich nämlich auch gecraftet. Wir hatten nämlich das ganze Zeus. Und ja, dann wurde mir halt geschrieben, mach doch eine Scale-Rüstung. Ich dachte mir so, okay, mache ich. So, ich habe hier eine kleine Änderungen gemacht in unserem Alchemiebereich und dass wir hier einen endlosen Wasserfluss haben. Und ja, ich habe noch nichts gemacht hier. Ich habe nur Wasserflaschen reingemacht. Psst! Ihr seid noch nicht dran. Ihr kommt ja später. Aber diese Spoiler. Ich hatte meine Kisten. Ich habe ein paar noch umgeändert. Hier in Eisenkisten, hier Goldkisten. Ich habe XP-Büsche aufgestellt, die ich in einem Stream gefarmt habe. Weil Samstag war das so, vor dem Deutschlandspiel habe ich gestreamt, da habe ich hauptsächlich nur gemeint, die ganze Zeit Erze gefarmt. Freitag habe ich gebaut, und zwar das da. Wir haben hauptsächlich diesen Raum erweitert, also unser Keller wird größer und größer, und haben diese geile Schmelze gebaut. Smeltery ist nichts drin, aber ist total geiles Zeug, muss man echt sagen. Alles mögliche mit geschmolzen und man kriegt ja auch mal zwei Baren raus hiermit und hier schon so Pattern und hier so anderes krasses Zeugs und hier die entsprechenden Tische dazu und ich habe immer noch nicht alles kapiert, aber der Loki hat mir ganz viel dabei geholfen. Dann habe ich mir so eine Alumite ist das. Alumite wird gemacht aus Aluminium, 4 Aluminium, 2 Eisen und ein Obsidian-Block. Ja, das weiß ich mir noch auswendig. Das Rezept steht auch hier in diesem Buch drin. Und dann war ich auch ein bisschen im Netherfarm, Kobalt und... Wie heißt das anderes hier? Adit. Adit und Kobalt. Und dann habe ich auch irgendwie aus Adit und Kobalt zusammen Manyulin, würde ich sagen, gemacht. Aus Versehen, weil ich irgendwie zu doof bin und immer alles gleichzeitig reinpacke, was man nicht machen sollte. Aber naja, egal. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen kann, aber hey. Jetzt habe ich immer super Spaß gemacht. Oh, wir haben hier noch ganz viel Blut. Aber der Kessel ist voll. Das dachte ich mir schon, dass der voll ist. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ich habe echt keine Ahnung. Kann ich das hier... Oh. Was das? Ich habe Angst, das jetzt zu drücken. Gucken wir lieber in der nächsten Folge. Ich lese mich, glaube ich, lieber nochmal rein. Hier ist es immer noch recht leer, weil Seelen sammeln ist sehr aufwendig. Ja, das war hauptsächlich Freitag und Samstag. Ich habe dann offscreen die ganzen Sachen eingeschmolzen von Samstag. Und Sonntag haben wir noch ein bisschen gestreamt. Luki, Tobi und ich. Tobi war nur als stiller Gast auf dem Server. Also hat nur geschrieben, weil schon spät war und der keinen Krach mehr machen durfte zu Hause und ja, und dann haben wir Sonntag hat Loki mir dann auch geholfen, diesen Hammer zu machen, der einfach nur super geil ist. Ich kann euch das gleich mal draußen zeigen, das ist aber nur krass. Der ist komplett aus Kobalt, das ist dieses Blauerz im Nether, was sehr selten ist. Und ich habe auch direkt einen für Ishi gemacht, weil Tobi hat auch schon einen, jetzt weiß ich gerade nicht, wo der für Ishi ist. Ach, den habe ich Ishi ins Haus gepackt, stimmt. Und dann habe ich mich halt noch dazu errungen, weiterzubauen, dank dem Hammer, weil das sehr schnell geht. Und zwar... Ta-ta-ta-ta. Ist noch nicht das Hübscheste, muss ich ja gestehen. Aber hier ist unser kleiner Schokobo-Raum. Ja, kann ich noch nicht viel zu sagen. Ich hatte 3 Schokobo-Spawn-Eier, die ich hier hingehauen. Ich habe die auch nicht benannt. Ich mach das diesmal auch nicht. Ich werde die einfach den Namen behalten lassen, die sie haben. Das ist einmal Boko, Ballistik und Firecracker. Ich finde die eigentlich alle 3 Namen sehr cool. Vor allem Boko. Der klingt so ein bisschen so derp. Das mag ich.
Ja, ich will es hier noch ein bisschen auskleiden mit Blättern und so, dass es noch ein bisschen hübscher ist. Ich habe über Lawn verlegt, weil da soll angeblich nichts drauf spawnen, keine Monster. Zudem, was ihr hier oben seht, ta-ta-ta-ta, huch, das ist aber richtig, ja, das sind halt Ghostblöcke. Jetzt habe ich aber am Zaun drum gezogen, damit die Monster mir nicht reinlaufen. Oh, ich habe keine Pfeile. Das erklärt's. Stirb, stirb. Dankeschön. Ja, damit die Monster mir nicht reinlaufen. Warum läuft hier ein Schaf gerade rum? Mir nicht gefallen tut. Ja. Ich aber dann, wenn ich dann irgendwann fliegende Schokobos habe, ich dann ganz entspannt mit denen da rausfliegen kann. Hier. Ach du Scheiße. Das erklärt's. Das erklärt's. Das muss ich mal kurz fixen. Ich mich mal kurz hin. Ich hoffe, ich kann schlafen. Ja. Das müssen wir jetzt mal ganz schnell in der Aufnahme fixen, das Loch, und die Schafe wieder da reinholen. Ich weiß, manche von euch erinnern sich vielleicht noch daran, wie ewig lang das gedauert hat, diese Schafe herzukriegen. Ich lasse nicht zu, dass die jetzt einfach so verschwinden. Und nächstes Mal stehe ich dann da so, weil es ist ja ein Server, der läuft ja weiter. Das wäre ärgerlich. Ich frage mich gerade, wer den Creeper hochgejagt hat. Habe ich das eben gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, dass da einer stand bei denen drinnen, aber der macht nicht Boom, weil der Zaun uns getrennt hatte. Und ja. Oh, was machst denn du da hinten? Wieso habe ich jetzt... Mein Herz! Ich habe den nicht gesehen! Oh mein Gott, wieso habe ich Cookies eingepackt? Ich wollte keine Cookies, ich wollte das Weizen. Ich bin gerade total hibbelig wegen den Schafen. Das ist mir jetzt erstmal egal. Erstmal kommst du hier mit. Weil wir hier spawnen ja weit und breit auch keine Schafe. Deswegen ist es echt wichtig, dass wir hier unsere Schafe behalten. Ich muss natürlich auch gucken, bis sonst keine Creeper kommen. So, du aber auch. Brav. So. Alle hier reinkommen. Alle hier reinkommen. Alle hier reinkommen. Kratzer, bist du zu doof, Schaf? Okay, die zwei fehlen noch. Habe ich hier eigentlich irgendwo Gatter hingemacht? Nein, das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja, komm. Okay, das schafft es auch noch. Komm. Komm. Ja, brav, so nicht, dass jetzt alle wieder runterhauen. Runterlaufen. Jetzt hast du das Interesse verloren. Das gefällt mir nicht. Komm. Gewinn wieder das Interesse. Warum läuft der eigentlich immer vor mich? Warum läuft der immer vor mich? Könnt ihr nicht hinter mir bleiben? Oh, oh, sind alle da? Sind alle da? Sind alle da? Okay. Jetzt. So. Das hätten wir schon mal. So. Jetzt muss ich das Ganze hier nur noch auffüllen. Oh Gott, was ein Stress. Es leckt auch ein bisschen, es tut mir leid. Da kann ich so direkt hier auch nichts für. So. So. Wenn ich den Hammer benutze, mache ich hier noch mehr kaputt. Oh. So. Können wir hier noch kurz das Loch dicht machen? So, auf jeden Fall, das da hinten ist halt der Plan mit den Schokobos, dass man dann da rausfliegen kann. Das war's eigentlich. Ich habe die ganze Zeit gebaut. Und hier ist noch. Sind die auch von mir oder sind die jetzt hier gespawnt? Ich weiß es nicht. Egal. Den Brunnen haben wir umgebaut.
Loki und ich. Wir haben halt ein bisschen verschönert auch hier drinnen. Zumindest die obersten Steine haben wir ausgewechselt. Ach, jetzt komme ich hier wieder so doof raus. So. Und ja, das da in der Mitte, das ist halt ja, was soll ich sagen? So ein, wie heißt es? Hier, Starstone. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Kann man sich das nicht angucken? Nee, geht irgendwie nicht. Keine Ahnung. Können wir hier gucken. Müsste der jetzt nicht anzeigen, was man damit... Hier, da, nee, Skybeam-Block. Gar kein Starstone, das ist ein Skybeam-Block. So heißt der. Gut, dass ich nachgeguckt habe, sitze ich hier, wie ihr Mist. Und der leuchtet halt so total hübsch. Und dann hatte ich halt die Idee, ich habe den einfach so gebaut, weil ich dachte, mal gucken, was man mit den Sternteilen machen kann. Und dachte ich, hier komm, lass dir an den Brunnen machen, statt die hässliche Lava, die da vorher war. Und ja, Loki war ganz fleißig, hat das Haus fertig gebaut. Unser Portalhaus, da war ja das erste Portal. Das Netherportal ist weg. Das befindet sich nun hier oben. Ich habe gerade was gehört, ich habe Angst. Ist aber eigentlich hell genug, aber die ganzen Close. Das hat er ja auch sehr schön gemacht mit dem Netherrack, finde ich. Ja. Überlegen. Loki hat halt bei sich ein bisschen gebaut. Sein Haus wird auch krass. Für die ganzen Kisten hier. Hier geht's noch hoch. Und dann ist er hier am Bauen. Hat ja jetzt schon teilweise was fertig. Und ja. Dann. Ja, Ishi hat ja nicht mitgestreamt. Der konnte leider nicht. Da ist aber der Hammer. Der backt ein bisschen den Bilderrahmen, aber ich finde es irgendwie auch ganz süß. Bilderrahmen-Deko quasi. Mal gucken, ob es ihm ausfällt und was er sagt zu seinem pinken Hammer. Ja, ansonsten. Das war's eigentlich. Zu der Zusammenfassung. Ja. Im Großen und Ganzen echt die ganze Zeit hier drinne verbracht. Dazu muss ich noch sagen, ganz, ganz großes Dankeschön an meinen Mod Jan, der kleine Panda, weil der mir ganz viel geholfen hat beim Bau der Smagery und ganz viele hilfreiche Tipps für mich hatte. Ich danke dir vielmals dafür. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Das hätte zumindest irgendwie zig Stunden länger gedauert. Und ja, wenn ihr jetzt noch Tipps und Tricks habt, Ideen, was ich mit den ganzen Erzen, was ich noch machen könnte und bla und blub. Ich glaube, Loki und ich wollten jetzt noch so ein Broad Shovel Head. Also irgend so eine Schaufel machen, die dann ähnlich funktioniert wie der Hammer. Übrigens, den Hammer wollte ich euch noch zeigen. Ich fliege mal kurz ein bisschen außerhalb und zeige euch den mal. Weil ich mir jetzt hier gerade nichts kaputt machen möchte. So, machen wir das immer hier. Achtung! Puff! Der macht halt immer so 3x3 Blöcke weg. Geh auch nach da. Ich gehe auch nach oben in die Decke. Mach das so in die Decke. Ja, das ist sehr cool. Funktioniert auch mit Erzen. Wollen wir ein Erz da, haben wir ein Erz gucken. Den Sandstein macht er auch. Hat er jetzt auch den Sand weggemacht? Sehe ich gerade gar nicht. Erze macht er weg, es ist eigentlich sehr cool. Ne, Sand macht er nicht und Erde auch nicht, das weiß ich, Gravel auch nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und damit war es viel einfacher, bei mir untere Erde das alles auszubauen. Ich muss mir jetzt auch mal überlegen, wie ich mein Haus verschönern kann, weil langsam stinkt das echt ab. Ich meine, mein Keller ist eigentlich sehr geil, aber... ja, ich lebe zwar auch mehr in meinem Keller, aber trotzdem muss das, was oben ist, ja auch noch ein bisschen verschönert werden. Zeig mir so viel Kobbel, ja toll. Ja, das war's dann jetzt von dieser kleinen Zusammenfassungsfolge. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, egal zu was bautechnisch, crafttechnisch, wie auch immer, schreibt's in die Kommentare. Ich lese mir auf jeden Fall alles durch und ich freue mich über jeden Tipp, über jede Hilfe und über jede Anregung. Und ja, dann war's das für diese kleine Folge und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe einfach, dass ihr beim nächsten Livestream vielleicht dabei seid. Die waren jetzt ein bisschen sehr spontan, es tut mir leid. Das nächste Mal werde ich wieder ein bisschen mehr ankündigen. Ich werde vor allem früher streamen, weil das auch sehr späte Streams waren und werde dann dementsprechend auch vorher ein Infovideo raushauen, wenn auch eventuell nur kurz vorher, aber ja, dass ihr Bescheid wisst und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kira.